Machen wir zur Wiederholung. Das habt ihr bestimmt schon ganz oft gesehen im Internet. Aber man kann es nicht oft genug sehen, weil man einfach... Es ist so einfach. Einfach machen. Nehmt jetzt einfach ein Papier und nehmt einen Stift. Und probiert es und ihr werdet sehen, es ist ganz einfach. Okay. Wir fangen an, dass wir mehrmals ein Oval zeichnen. Können ruhig viele Linien sein, spielt gar keine Rolle. Und so gestaltet sich letztendlich eine Form. Und die Mitte der Form, ich mache einmal stark, suche mir jetzt eine Linie aus, die ich einigermaßen passend finde. So ein schönes Ei. Und Scheitelpunkt und Kinnpunkt, die Hälfte davon, müsst ihr nicht messen, das geht mit dem Augenmaß. Einigermaßen die Hälfte davon ist für die Augen. Die Hälfte wieder ist die Nase. Die Nase. Gab es mal so eine Werbung. Und wieder die Hälfte von Nase bis Kinn ist der Mund. Das ist natürlich schief. Ist egal, mach mal nochmal. Mund. Der Abstand zwischen den beiden Augen ist die Breite von einem Auge. Das heißt, wir machen jetzt mal hier einfach ein Auge in die Mitte. Irgendwie so eine ovale, mandelförmige Form. Und diese Größe brauchen wir hier und hier nochmal. Ungefähr. Das ist nicht, das geht nicht genau. Dann machen wir hier das, dann machen wir hier das. Das Rechte ist jetzt ein bisschen klein geworden. Aber das ist ja erst unsere Skizze. Da können wir ruhig vielleicht ein bisschen Fehler machen. So, das ist immer noch kleiner als da. Dann nochmal ein bisschen. Aber nicht jetzt hier stundenlang rummachen. Einfach so ist ungefähr. Jetzt werden wir erstmal das dritte Auge los. In dem Fall ist das gut. Ansonsten würde ich das nicht gut finden. Da machen wir eine Art Lidfalte. Die ist immer nur ein Strich allerhöchstens. Und dann die Augenbrauen. Wie ihr wollt. Weiter oben, weiter unten, ist egal. So, die Nase ist hier, das heißt, ich mache hier einen dunklen Punkt und hier, oder könnt ihr auch gleich rum und rüber. Ich mache immer das. So, und dann noch. Einfach hier dunkel, wo es in die Nasenlöcher geht und hier außen diese. Ganz schlicht. Das ist nichts groß dahinter. So, die Mundlinie, die mache ich jetzt nochmal weg. Die gefällt mir irgendwie nicht. So, ich mache das halt auch schon lange ohne diese Linien. Aber macht euch die Linien ruhig. Von der Nase mache ich mir dann so gedanklich, so ganz zart, dieses Filtrum angedeutet. Seht ihr das? Und da mache ich jetzt den Lippenbogen oben, diesen Bogen, gehe rüber. Man sagt ja immer, die Lippen, der Mund rechts und links ist die gleiche Höhe wie die Pupillen. Aber ich halte mich da nicht dran, weil auch wieder hier sind wir sehr stilisiert. So, das ist jetzt im Grunde schon alles. Ich halte mal höher, das geht mit Fokussieren. So, einfach so. Jetzt müsst ihr nur hier Punkte reinmalen. Wenn ihr das nicht frei könnt, dass ihr sagt, so, oben abgeschnitten, unten voll sichtbar, der Kreis. Das ist die Iris. Oben abgeschnitten, abgeschnitten hier. Und dann mache ich da einfach so ein Häkchen rein, so ein schwarzes. Das soll die Pupille sein, die schon den Lichtpunkt hier an der Seite bei sich hat. So. Ein bisschen größer. Dann brauchen wir das obere vielleicht etwas dunkler. Hier kann man ein bisschen runterziehen und so ein Häkchen reinmalen. Hier so ein Häkchen. Dann hinten ist das Auge auch nicht so spitz, sondern im Grunde der Augapfel hört hier auf und da und hier und da. Und das ist dann meistens, kann man dann noch ein bisschen so dunkler machen. Und hier mache ich jetzt einen Kreis rein, dass ich weiß, hier will ich nicht reinmalen. Hier nicht,
und da nicht. Deswegen mache ich mir in der Pupille den Lichtpunkt als Kreis, weil ich jetzt anfangen kann, dem Auge, der Iris, Farbe zu geben. Unten mache ich grundsätzlich gar nichts rein. Jetzt haben wir halt nur mal Bleistiftzeichnung. Ei, warte kurz. Wenn man so kleine Dinge hat wie das jetzt, ist immer schön so ein bisschen Stäbchen. Dann können wir das Auge verblenden. Oder wenn ihr einen Blendstift habt für Graphit, dann könnt ihr das auch nehmen. So, jetzt ist es alles verblendet und jetzt muss hier oben noch dunkler. Weil direkt unterm Lid oben ist einfach ganz dunkel das Auge. Da fällt einfach kein Licht hin. So, und schon guckt ihr uns an, die neue Dame. Wimpern mache ich meistens nach unten weg. So, ganz realistisch ist auch, das hier muss ganz rund sein, die Pupille, da müsst ihr dann noch nachgehen. So, und ihr könnt jetzt auch so Striche in die Lichtpunkte setzen. Das sieht dann aus, als würden die Wimpern reflektieren. Seht ihr die zwei Striche in den Pupillen? So, und dann geht's weiter. Dann kann man es natürlich ewig machen. Jetzt werden wir die Striche los. Die radiert man dann einfach weg. So. Da oben, das radiere ich auch weg, weil da kommt entweder irgendwelche Blumen oder was ihr halt geben wollt, ne? Als Haare. Oder ihr könnt halt Haare auch machen. Machen wir einfach zum Beispiel ihr mir jetzt mal so ein. So. Das alles wegradieren. Aber wenn ihr mit Farbe dann arbeitet, dann sieht man die Striche auch nicht mehr unbedingt. Das heißt, ihr könnt sie wegradieren, muss nicht so sauber sein. So. Und dann gehe ich am Gesicht entlang. Und entscheide mich dann für den Hals. Den mache ich meistens ziemlich dünn und ziemlich lang, weil ich das halt schön finde, wenn jemand so einen langen Hals hat. Wahrscheinlich, weil ich das nicht habe, hätte ich gerne, aber ich habe halt einen ganz normalen Hals. Und hier ist jetzt die Form nicht schön. Darüber. So. Und jetzt hier natürlich wird dunkel. Hier auch. Die Oberlippe kann man auch ein bisschen schattieren, die kriegt weniger Licht ab als die Unterlippe. Kommt natürlich immer drauf an, von wo das Licht kommt. Du könnt jetzt auch wieder das hier nehmen oder ein Papierblender. Ich weiß gerade nicht, wo meiner ist. Wo ist denn der? Habe ich. Ah, doch, hier ist. Hier, das sind die Dinger. Die sind aus Papier, da kann man das auch dann einfach abreißen. Die sind einfach gerollte Papierdinger und mit denen, da kann man dann überschüssiges Material, kann man loswerden. Mit dem kann man aber auch arbeiten. Also wenn ihr wisst, dass gut Graphit drauf ist, dann könnt ihr arbeiten und irgendwann geht das weg oder ihr macht hier einfach das Papier ab, kann man abmachen und dann können wir jetzt zum Beispiel hier oben diese Linie etwas verblenden, das sieht besser aus. Dann gucken wir hier im Auge nochmal, dass wir oben schön dunkel sind. Dann können wir die Lippe verblenden. Seht ihr, der Papierblender, der macht dann das Ganze weg vom Bleistift. Und das ist wirklich ein 0815 Bleistift. Ich habe die tollsten Grafikbleistifte. Ich weiß nicht, ich nehme die nicht. Keine Ahnung warum, I don't know. So. Dann ist hier auch immer Schatten, wo die Haare sind. Damit deuten wir an, mit diesem Schatten hier, dass die Haare relativ dick auf dem Kopf liegen. Und dann können wir natürlich dann noch hier rumgehen. Könnt ihr euch für eine Richtung entscheiden, wie die Haare laufen sollen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder lauter Blumen oder lauter Häuser oder lauter Tiere könnt ihr geben als Haare. Wenn ich mit den Haaren ins Gesicht einrücke,
nehme ich dann sofort die ursprüngliche Gesichtskontur wieder weg. Ich mache das auch nicht damit, sondern ich habe da extra mir einen Pinsel gebaut. Den habe ich hier verkleidet, das habe ich schon mal gezeigt, weil da waren hier so echte Wire noch, so Draht irgendwas, wo die Haare gebunden sind. Und mache ich damit weg, damit ich nicht mit der Hand verschmiere. Und hier könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen dunkler reingehen. Da könnt ihr auch irgendwelche Haare ins Gesicht geben oder hier rüber. Ist egal jetzt. Auf jeden Fall, ich wollte nur das Gesicht halt zeigen. So, und dann ist es meistens etwas dunkler hier an der Seite. Können wir auch. Das geht auch gut mit dem Finger. Ist dick genug, guck. Guck mal, hier ein bisschen ist meistens ein kleiner Schatten. Bei den jüngeren Herrschaften nicht so. Und dann haben wir hier rüber einen Schatten natürlich. Das ist auch gut, dass hier Graphen dran ist. Ich komme jetzt immer mit den Wörtern durcheinander wegen diesem Impfstoff, wegen diesem Graphenoxid, ne? Oder wie das heißt, oder was das ist? Oder Graphenmonoxid? Weiß jetzt nicht genau, schäme mich da wenig drum. Aber Bleistift ist ja kein Blei, sondern ist ja Kaffee. Graphen, oder ist es nicht? Oh Mann, weiß ich jetzt nicht. So, hier machen wir ein bisschen rum. Hier machen wir so einen Halbkreis rein, weil der Schatten meistens so geht. Hier unten, das kann man noch verblenden. So, wo natürlich auch dunkel ist, ist hier unten. Weil der Kopf natürlich vorsteht und eine gewisse Art von Schatten wirft auf den Hals. Und das schön ausblenden. Mehr Zeit lassen dafür, ganz in Ruhe machen. Und die Augenbrauen, die könnt ihr dann wirklich einzelne Härchen machen. Oder ihr macht einfach nur hier so. Vorne vielleicht ein bisschen breiter. Und könnt ihr dann auch wieder einfach verblenden. Das kann auch verblendet werden noch. Das heißt, erst Härchen machen, dann verblenden kann man. Dann ist meistens hier vom Haar ist dunkel. Und dann kann man auch machen, dass der Rand von der Iris ist meistens etwas so. Und jetzt machen wir da mal noch einen Schatten drauf. Und eine Sache ist auch ganz wichtig. Bei den Augen, hier oben ruhig Schatten reinzeichnen, weil der macht letztendlich aufs ganze Auge Schatten, das Lid. Auch hier vorne, über den Lichtpunkt, über alles drüber ist ein leichter Schatten nach unten. Seht ihr, das wird dann schon verträumter. So. Und was wollte ich jetzt sagen? Ach so. Es ist tatsächlich so, dass der Lichtpunkt im Auge muss das Weißeste sein. Und das, was wir als weiß im Auge nennen, das hier, der Augapfel, der ist immer leicht gräulich, nicht viel. Mal gucken. Das ist einfach auch ein bisschen gefärbt hier. Das ist nie schneeweiß, niemals. Das, was wirklich schneeweiß ist, ist der Lichtreflex im Auge. So, jetzt fehlt uns noch hier ein bisschen Lippenkontur, weil das ist meistens dann einfach auch ein dunkler Strich, wo die Lippen schließen, wo dann gar kein Licht mehr reinfällt. Hier oben ist mir nicht dunkel genug. Ihr könnt auch da so Dinger reinmalen, wie manche Leute in den Augen haben, solche Muster oder könnt ihr spielen, bis es euch gefällt. Das war jetzt nicht so clever hier. So. So, wieder eine neue Puppe. Und dann geht's schon los. Jetzt fängt man wieder an. Jetzt muss hier noch ein Schatten, da noch und da und so weiter und so fort.
Aber nur vom Prinzip. Ratzfatz, Puppes fertig.